Alisa hilft mir gerade im strömenden Regen, den Anhänger anzukuppeln. Aber ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Perfekt. Mama hat gerade Essen mitgebracht. Ich habe ein Bild für meine Küche bestellt. Ich bin gerade in meiner Wohnung. Ich kann euch mal den Zwischenstand zeigen. Ja, ich habe meine Nachtschränke mitgenommen. Das Bett habe ich aber neu gekauft. Willkommen zu einem neuen Umzugsvlog von mir. Wahrscheinlich kennt ihr genau diesen Bildausschnitt schon aus meinem letzten Umzugsvlog, denn so hat mein letztes Video geendet und an dieser Stelle werde ich einfach direkt weiterfilmen. Das Thema Bett abholen hat sich etwas verkompliziert, denn eigentlich dachte ich, dass es in meine Wohnung geliefert wird, aber irgendwie habe ich mich verlesen oder verklickt. Auf jeden Fall muss ich das Bett jetzt selber abholen bei IKEA. Das Problem ist folgendes. Wie ihr wisst, fahre ich ein Smart. Mein Vater hat sein Auto mitgenommen und sonst steht kein Auto bei uns auf dem Hof, was eine Anhängerkupplung hat. Das heißt, ich habe jetzt den Stiefvater von meinem Freund gefragt, ob ich mir sein Auto leihen kann. Der hat nämlich eine Anhängerkupplung und zum Glück habe ich das Auto jetzt bekommen. Ich bin davor noch nie damit gefahren. Ich habe eben nicht mal den Rückwärtsgang gefunden. Ich habe auch den Anhänger noch nicht dran gekuppelt, denn gleich kommt Alisa und hilft mir und dann machen wir das zusammen, weil mit zwei Leuten einen Anhänger da dran kuppeln ist ein bisschen einfacher als alleine, weil man dann nicht immer festhalten und kabeln muss. Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber nun gut. Alisa müsste eigentlich jeden Moment kommen und wir fahren so um 2:15 vermute ich hier los. Der Termin beim Click & Collect bei IKEA ist von 14 bis 15 Uhr. Das heißt, das ist unser Timeslot, in dem wir das Bett abholen können. So sieht's aus. Es ist super, super blöd von mir gewesen. Aber ich will dieses Bett unbedingt und es war ganz, ganz lange ausverkauft und nicht lieferbar und jetzt gab es das Bett halt eben wieder und jetzt ist mir dann auch der Umstand das auf jeden Fall wert, dass ich das heute noch abholen kann. Ich werde auch gar nicht dieses Wochenende in meine Wohnung fahren, weil meine Eltern dieses Wochenende Hochzeitstag haben und darum werden wir auf jeden Fall Samstag hier sein und für Sonntag habe ich keine Helferlein. Das heißt, allein ein Bett in meine Wohnung hochschleppen ist auch nicht ganz so leicht, weil ich ja im Dachgeschoss wohne. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch kurz auf Alisa und dann geht das Abenteuer los. Ich bin mega, mega aufgeregt. Ich bin auch schon echt lange keinen Hänger mehr gefahren und das letzte Mal den Anhänger angekuppelt habe ich echt in meiner Anhängerprüfung und die ist mittlerweile 3 Jahre her. Ich hoffe echt, dass das alles gut geht. Vor allem Anhänger mit einem Schaltwagen zu fahren, das kommt noch dazu, ist noch mal schwieriger, weil man dann noch mehr Gas und Kupplung balancieren muss. Und ich bin auch schon Ewigkeiten keinen Schaltwagen mehr gefahren. Alisa hilft mir gerade im strömenden Regen, den Anhänger anzukuppeln. Aber ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Der erste Fahrversuch. Er kommt schon mal mit. Kannst du mal eben gucken wegen Bremslicht und Blinkern? Okay, guck mal, Blinker ist an. Nee? Und andere Seite? So, und Bremslicht? Wieso geht denn das jetzt nicht? Ich erkläre euch mal kurz das Problem mit dem Anhänger. Und zwar hatte ich ja eben schon erzählt, dass ich mir das Auto nur von dem Stiefvater meines Freundes ausgeliehen habe. Und der Anhänger hatte eine neuere Technik. Das wusste ich aber vorher nicht und ich hatte auch keinen Adapter. Deshalb hat auch eben das Blinkersignal nicht funktioniert. Alisa und ich sind dann also mit meinem kleinen süßen Smart zur Arbeit meines Vaters. Den haben wir dann da stehen lassen und sind mit dem Auto von meinem Vater wieder nach Hause. Haben den Anhänger angekuppelt und sind damit dann zum IKEA gefahren, um mein Bett abzuholen. Also, Bett ist abgeholt. Ich muss gerade mit dem Handy filmen, weil wir wahnsinnig Stress mit dem Anhänger hatten. Aber es wird jetzt eingeladen. Hey, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich in meiner Wohnung. Ich bin wirklich gerade erst angekommen. Ich hatte auch gar nicht so viel dabei. Ich hatte nur die Umzugskiste, den Wäschekorb mit Inhalt, diesen Korb und meine Tasche dabei. Aber ich wohne ja am Dachgeschoss, also ganz oben. Und boah, es ist immer so anstrengend, das alles hier hochzuschleppen. Ich bin jetzt auch ein bisschen eher da als geplant.
Ich sollte eigentlich um 13 Uhr ankommen, jetzt ist es 12:30. Ist aber auch okay. Ich werde jetzt erstmal den Wasserkocher einkochen, weil meine Mom gleich bestimmt einen Tee trinken will. Und der ist ja noch neu, darum lasse ich da einmal so Wasser drin aufkochen. Ich habe eine Wärmflasche dabei, vielleicht mache ich die einfach. Und dann muss ich mal kurz klarkommen und dann will ich die Küche einräumen. Es halt aktuell noch mega hier. Ich bin gerade in der Küche. Ich mache jetzt mal die Fenster auf. Das ist ja so krass. Oh, wei, wei. Also wenn ich das jeden Tag laufe, dann kann ich mir das Fitnessstudio echt sparen. Also einmal hoch ist gar kein Thema. Aber wenn man mehrmals hochläuft und dann immer noch Kisten mitschleppt, ist das schon echt krass. Ich werde jetzt anfangen, meine Besteckschublade mal einsortieren. Das müsste eigentlich genau passen, wenn ich nicht falsch gemessen habe. Oh, vielleicht sollte ich das erstmal aussaugen. Perfekt, wie angegossen. Wasser kocht. Ich habe übrigens extra einen Wasserkocher mit so LEDs gekauft. Ob man das braucht, weiß ich nicht, aber es ist cool. So, wir packen jetzt mal die Kiste von heute aus. Ich habe halt so ein paar Sachen mitgenommen, wo mir letztes Mal aufgefallen ist, dass ich das vergessen habe oder dass ich das vielleicht nochmal besorgen sollte. Und zwar habe ich letztes Mal diese Duftauffüller für den Stecker vergessen. Den Stecker gab es irgendwann mal gratis dazu und ich dachte, da ist irgendwie schon eine Packung mit drin, aber nein, die musste man dann extra kaufen. Die habe ich jetzt mitgebracht. Dann Taschentücher hatte ich letztes Mal vergessen. Unseren Handfeger, extra in rosa. Ich bringe die Sachen jetzt mal ins Badezimmer und dann werde ich das da ein bisschen einrichten. Mein Vermieter hatte mich gestern noch angerufen, dass nochmal ein Handwerk... Nein! Oh nein, wie lieb ist das denn? Einen Moment, ich muss das mal eben abstellen. Ohne Spaß, mein Vermieter ist so toll. Der ist so toll. Oh Mann, der hatte mich gestern nämlich angerufen, ob ich jetzt schon hier wohne und ob er sonst noch mal einen Handwerker herschicken kann. Ich so, ja, also ich bin nicht da, der soll sich nur nicht wundern. Stehen halt Kisten rum. Meine Vormieterin hatte eine Dusche, wo man den Duschkopf nicht abnehmen konnte. Lüftung. Und dadurch konnte man auch die Ecken nie richtig sauber machen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht haue ich ihn nochmal an, dass ich das halt auch selber besorge. Das wäre ja auch kein Thema. Aber dass ich den Duschkopf zumindest abnehmen kann. Und jetzt hat er mir einfach, ich habe ihm das noch nicht mal gesagt, der hat einfach von sich aus jetzt eine neue Dusche da angebracht. Wie lieb ist das denn bitte? Was eine Maus. Okay, ich werde jetzt mal hier einräumen. Mama hat gerade Essen mitgebracht. Und jetzt essen wir an unserem provisorischen Tisch. Sind das Kartoffelecken mit? Spätzles mit Puppen. Bon Appetito. Dein Tee steht übrigens da oben. Danke. Hello und einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist heute Dienstag und Samstag ist der offizielle Umzugstag. Das heißt, ich wohne einfach nicht mal mehr eine komplette Woche hier. Und mein Zimmer sieht aber noch so aus, als würde ich gar nicht erst ausziehen. Ganz, ganz krass. Also es ist klar unordentlich. So schlimm ist es sonst nicht. Aber es sind noch alle meine Sachen eingeräumt. Mein Kleiderschrank ist noch fast komplett gefüllt. Ich habe nur Sachen schon mal eingepackt, die ich jetzt noch nicht wirklich brauche. Also so wirklich dicke Winterpullis. Ja, die Sommersachen lasse ich erstmal hier, weil ich gar nicht so viel Kapazität habe, um so viele Kartons mitzuschleppen. Hier steht meine wundervolle Kaffeemaschine, die meine Mom mir netterweise spendiert hat. Ich bin mega, mega dankbar, weil ich ein absoluter Kaffeesuchti bin. Übrigens habe ich gerade Shadowhunters laufen. Ich gucke das nur nebenbei. Ich finde, die Serie macht nicht wirklich Sinn. Aber gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich mich nicht richtig drauf konzentriere, sondern nebenbei meine Kisten packe. Hier haben wir nochmal eine Umzugskiste, wo aktuell Kissen drin sind in so einer IKEA-Tüte. Aber diese Kiste, denke ich, werde ich für Klamotten benutzen. Da sind auch Klamotten drin. Hier sind Badezimmerartikel drin, also alle meine Beauty-Sachen, Duschgel und so ein Kram. Hier sind Klamotten drin. Hier ist noch meine Laptop-Tasche. Da ist noch Verpackungsmaterial. Dann habe ich einen riesen Karton, den habe ich übrigens wieder mitgenommen. Fun Fact, ich versuche immer meine Umzugskartons möglichst wieder zu verwenden. Also den hatte ich halt, da war meine Medikamente-Box drin und den habe ich schon letztes Mal benutzt, um ein paar Sachen mitzunehmen und habe ihn jetzt mit nach Hause genommen und jetzt werden meine Ordner da drin transportiert.
transportiert. Da sind einfach Sachen zur Uni drin, zur Wohnung und so weiter. Also wirklich nur die Sachen, die ich auch vor Ort brauche. Meine Gardinen hängen noch an meiner Tür zum Trocknen. Die andere Gardine hängt hier. Ihr seht schon, die werfen gerade Falten. Das heißt, ich muss sie nachher auch noch bügeln. Ja, und wie Sie sehen, hier ist noch nichts passiert. Meine ganzen Schmucksachen hängen hier noch. Die Jacken hängen da noch alle. Ich habe ein paar Jacken verkauft. Also drei Jacken habe ich verkauft und eine ist schon in meiner Wohnung. Ich werde übrigens hoffentlich meine Matratze mitnehmen, denn Matratzen sind verdammt teuer und jetzt nochmal 300 Euro für eine Matratze auszugeben, obwohl ich eine Matratze habe, die ich über alles liebe, nur um die nicht mitzuschleppen, wäre halt ein bisschen dumm. Das heißt, mein Bett werde ich dann vielleicht noch verkaufen. Ich werde dann vielleicht hier nur noch ein kleines Bett stehen haben. Hello, ich habe gerade ein Stativ aus meinem Fernseher gebastelt. Also ihr steht gerade auf meinem Fernseher. Ich bin fleißig am Packen. Wir haben heute Freitag und es ist gerade 11.11 Uhr. Ja, und ich komme irgendwie einfach nicht voran. Ich ziehe morgen um und ich bin überhaupt nicht bereit dafür. Also es ist wirklich, wirklich chaotisch gerade. Ich räume gerade ein bisschen meine Schubladen aus. Jetzt gerade bin ich dabei, die nötigsten Nagellacke einzupacken und Nagelfeile. Und ich habe gerade noch mein Daily Parfüm verpackt, damit es nicht anschlägt oder so. So, Freunde, ich stelle mal meinen Wäschekorb hier weg. Die Wäsche bin ich gerade noch ein bisschen am Einsortieren, weil ich jetzt nochmal hier waschen sollte, weil ich auch nicht weiß, ob wir morgen überhaupt meine Waschmaschine mit auf den Anhänger bekommen. Was ich nur sagen wollte, ich habe was bestellt und zwar auf Etsy via Amazon. Also da seht ihr das einmal, das ist Wohnstil. Und ich habe da ein sehr, sehr cooles Bild bestellt. Ich dachte erst, ich warte noch, weil ich verdammt viel Geld für Möbel und Einrichtungskram ausgegeben habe. Und dachte, ja komm, so Deko, das kannst du auch noch zu einem späteren Zeitpunkt kaufen. Aber ich habe jetzt so wahnsinnig viele Klamotten auf Vinted verkauft. Und dachte, ja gut, von dem Geld kannst du dir das jetzt einfach mal gönnen, weil ich es schon sehr, sehr cool finde. Ich habe das auch gestern erst bestellt. Also das ging so schnell. Das ist auch nicht in Zusammenarbeit hier oder so. Das habe ich halt von meinem Geld bezahlt. Ich habe ein Bild für meine Küche bestellt. Das ist so cool. Man kann es nicht erkennen, weil das noch eingepackt ist in Folie. Aber da steht einfach Gerichtssaal drauf. Und dann ist da halt so ein Teller mit Messer und Gabel. Ja, das finden wahrscheinlich jetzt auch irgendwie nur die Juristen so ein bisschen witzig. Ich habe das zwei Freundinnen aus dem Studium geschickt, dass ich das bestellen werde. Und die fanden es beide auch mega cool. Aber wahrscheinlich findet diesen Joke jeder andere einfach grottig schlecht. Aber nun gut, so ist es halt. Ich dachte mir, das macht sich einfach ganz gut über meinem Küchentisch. Hey, ich bin gerade in meiner Wohnung. Der Umzug ist ein ganz gutes Stück weiter vorangeschritten. Es tut mir auch mega leid, ich habe gestern gar nicht mehr mitgefilmt. Ich bin gestern nämlich zusammen mit meinem Vater und mit meinem Freund hier in die Wohnung gefahren und die beiden Männer haben die Küche gemacht. In der Zeit war ich nochmal schnell bei IKEA, weil ich noch einen Mülleimer kaufen musste für die Küche. Und ich habe noch ein bisschen Sachen für den Kühlschrank eingekauft. Und dann ist gestern mein Vater dann wieder nach Hause gefahren. Mein Freund und ich haben hier in der Wohnung geschlafen. Wir haben noch mein Bett aufgebaut, das steht jetzt endlich. Die erste Nacht war auf jeden Fall interessant. Also man sagt ja, dass das, was man in der ersten Nacht in der neuen Wohnung träumt, in Erfüllung geht. Und es war ein super komischer Traum, eher eine Art Albtraum. Also ich habe geträumt, dass ich mit zwei Freunden aus der Schule die Freundin von einem Freund besuche. Und die wohnt auf so einem Hügel, beziehungsweise am Rande eines Hügels. Und da waren Wassermassen und keine Ahnung was. Wir wurden da auf jeden Fall runtergespült, sind alle gestorben, wurden wiederbelebt. Und eine Freundin hat mir dann einen Baum in den Mund gesteckt. Also, total bescheuert. Ich muss mal eben mein Traumtagebuch holen, dann versuche ich mal das zu deuten. Als ich euch mein Traumtagebuch das erste Mal gezeigt habe, haben mich ganz, ganz viele gefragt, wo ich das her habe. Ich habe das einfach auf Amazon bestellt. Also gucken wir mal nach Bäumen. Verwurzelung und spirituelles Wachstum. Okay, und wenn mir das dann in den Mund gesteckt wird, heißt das, dass es mir gegeben wird? Oder was soll das heißen? Suchen wir mal nach einem Wald.
das natürliche, wahre Selbst wird erkundet. Okay, das heißt, ich werde wohl jetzt hier in meiner neuen Wohnung mich selbst besser finden vielleicht und meine spirituellen Wurzeln finden. Wenn man flach liegt, heißt es Befreiung. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so flach auf dem Boden gelegen habe und dann hatte ich halt diesen Baum im Mund und dann habe ich den so rausgezogen. Also vielleicht habe ich mich von den spirituellen Erwartungen anderer befreit oder irgendwie sowas. Naja, das war auf jeden Fall mein Traum. Ansonsten bin ich gerade allein in der Wohnung. Mein Freund ist heute Morgen gefahren. Also wir haben noch zusammen gefrühstückt und haben Brötchen geholt. Und dann ist er nach Hause gefahren. Also er hat mir noch den Mülleimer aufgebaut und ist duschen gegangen. Und wir haben einfach so ein bisschen hier gechillt. Und jetzt bin ich aber alleine hier. Ich habe natürlich Blond geguckt. Mein absoluter Lieblingsfilm. Diesmal aber den zweiten Teil und nicht den ersten. Und ich habe einfach noch ein bisschen aufgeräumt. Ich kann euch mal den Zwischenstand zeigen. Also mein Bett ist jetzt auch aufgebaut und frisch bezogen, alles schön gewaschen. Ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Der Traum war halt echt ein bisschen komisch, aber nun gut. Ja, ich habe meine Nachtschränke mitgenommen. Das Bett habe ich aber neu gekauft, denn das ist ein bisschen höher als mein altes. Und es hat hier jeweils zwei Schubläden auf den Seiten. Also hier zwei und auf der anderen Seite zwei. Das heißt, ich kann noch eine Menge drin unterbringen. Das hatte ich bei meinem alten Bett leider nicht. Hier in der Ecke steht noch ein bisschen Papierkram. Also die Kartons von den Schubläden stehen hier noch rum. Die will ich nicht in unseren Hausmüll schmeißen. Der ist nämlich schon relativ voll und wird erst nächste Woche abgeholt. Und ich will echt keinen Krieg mit meinen Nachbarn. Darum bringe ich die lieber zum IKEA wieder zurück. Und dann gehen wir mal in die Küche. Hier ist auch noch ein bisschen Chaos. Da ist noch unsere Werkzeugtasche von meinem Vater. Die Sachen muss ich wieder mit nach Hause nehmen. Das sind Handtücher, die ich waschen muss und meine Waschmaschine ist noch nicht hier. Dann dieses super süße Bild über meinem Esstisch. Das habe ich euch ja schon beim Auspacken gezeigt. Ich finde es mega, mega cool. Und meine Küche ist jetzt auch endlich fertig. Ganz, ganz verrückt irgendwie, dass die jetzt endlich, endlich vollständig ist. Mal gucken, vielleicht setze ich hier noch ein Board hin, dass ich da vielleicht Gewürze oder sowas drauf stelle. Hier oben ist dann nämlich mein Vorratsschrank und hier ist meine Spüle. Ach so, und im Kühlschrank ist auch noch nicht so viel drin. ich fahre ja jetzt auch bald wieder nach Hause. Also hier sind jetzt nur ein paar Sachen drin, die auch länger hier bleiben können bis nächste Woche. Hier ist noch mein Abendessen von gestern. Das werde ich heute Mittag dann nochmal zubereiten. Wasser. Und hier stehen noch ein paar Sachen. Ach übrigens, das fand ich so witzig, von True Fruits gab es so einen Walfrucht-Smoothie. mit Danke Merkel, wo dann einfach so ein Dankspruch hinten drauf steht. Fand ich ganz witzig. Der Sekt wartet auch immer noch. Den hatte ich extra gekauft, weil der so glitzert. Damit wir noch anstoßen können auf die Wohnung, haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Und sonst ist da halt echt noch nichts drin. In meinem Eisfach ist ein bisschen mehr. Und zwar Tiefkühlpommes, meine Eiswürfel und noch so kleine Kühlpacks, falls ich mal den Kopf anschlage. Ansonsten passiert heute nicht mehr so viel. Ich habe mit einer Kommilitonin von mir gerade noch geschrieben, die auch jetzt im ersten Semester Jura ist, weil ich nämlich zu viele Gläser gekauft habe. Das heißt, ich habe die einfach in unsere erste Gruppe gestellt und gefragt, ob irgendwer die braucht. Ich will da auch kein Geld für oder so. Aber ich habe mich einfach ein bisschen verschätzt mit der Kapazität meiner Schränke. Ich habe 2x6 Gläser gekauft, weil ich einmal vergessen habe, dass ich schon welche gekauft habe. Das muss man auch erstmal schaffen. Wenn sich jetzt irgendwer anders drüber freut, ist das total fein für mich. Und jetzt schreibe ich gerade ein bisschen mit ihr, weil sie die wohl abholen würde, aber jetzt gerade auch nicht hier ist. Ich habe eben Mittagessen gegessen. Ich kann euch mal kurz ein Foto einblenden, falls ich das noch wiederfinde. Genau. Auf jeden Fall habe ich eben noch wieder abgewaschen und gleich kommen meine Eltern. Ich schätze, die kommen in so einer halben Stunde an. Und ich muss jetzt noch eben mal den Tisch decken. Ich brauche erstmal noch einen dritten Stuhl. So, der Tisch ist jetzt gedeckt. Ich warte jetzt mal auf meine Eltern. Ich sitze hier gerade am Schnitt und wollte das Video gleich beenden. Ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass ich schon so viel Videomaterial zusammengesammelt habe, aber habe ich. Trotzdem mal ein kleines Update an dieser Stelle. Also wie ihr vielleicht sehen könnt, da. Ich habe ein anderes Bett. Ich hatte ja schon berichtet, dass ich mein Bett verkaufen wollte, weil ich ja jetzt umziehe und nicht vorhabe, wieder nach Hause zu kommen, zumindest nicht so häufig.
Und wenn doch, dann haben wir halt eben das Gästebett jetzt in mein Zimmer gestellt. Und solange dieser Raum halt ungenutzt ist, können wir halt hier eher so ein Gästezimmer draus machen. Beziehungsweise steht hier jetzt einfach das Bett drin, in dem ich jetzt die ganze Zeit schlafe. Ich ziehe in genau einer Woche dann auch final um. Also heute ist Donnerstag. Donnerstag, der 30. September. Und am Donnerstag, dem 7.10. werde ich dann final in meine Wohnung einziehen. Da zieht Kimi dann auch zu mir. Kimi werdet ihr bestimmt auch noch in einem meiner nächsten Vlogs kennenlernen, denn die wohnt jetzt erstmal ein paar Wochen bei mir, weil sie noch keine Wohnung gefunden hat. Und dann bin ich nicht so alleine. Sie hat eine Bleibe und wir verstehen uns halt auch mega gut. Das ist so der Plan jetzt gerade. Ansonsten passiert halt nicht so viel. Ich werde jetzt die letzte Woche zu Hause noch meine Freunde sehen. Alisa kommt gleich zu mir. Und ja, ich werde nochmal irgendwie mich von allen verabschieden und so weiter. Und an dieser Stelle werde ich dann auch mal den Vlog beenden. Das heißt, wir sehen uns dann in einem meiner neuen Videos wieder. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dann, bye!